Ich weiß ja nicht, was deine liebste Jahreszeit ist, aber meine ist definitiv Herbst und eines meiner Lieblingshobbys sind Bücher und Bücher lesen und deswegen habe ich mich schon so lange darauf gefreut, endlich meine Herbst-Leseliste zusammenzustellen und diese mit euch zu teilen und genau das machen wir heute und ich könnte nicht glücklicher sein. Ich glaube, einige Bücher, die ich euch heute zeigen werde, sind sehr offensichtliche Herbstbücher und ihr werdet auch bestimmt selbst bemerken, welche ich damit meine. Aber andere sind vielleicht nicht super offensichtliche Herbstbücher, aber ich habe gehört, dass diese Bücher perfekt in den Herbst passen und deswegen habe ich sie auf meine Herbst-Leseliste aufgenommen. Das erste Buch ist vielleicht kein super offensichtliches Herbstbuch. Das ist nämlich Die Bücherdiebin von Marcus Zusak. Ich habe super viel über dieses Buch gehört, habe auch gehört, dass es herzzerreißend traurig sein soll. Wir sind hier im Buch in der Kriegszeit, so viel ich weiß, und es geht um Liesl, sie ist unsere Protagonistin. Sie hat schon super viele Schicksalsschläge in ihrem kurzen Leben erlitten und ich glaube, wir begleiten ihre Geschichte, bis sie erwachsen wird, denke ich. Ich weiß nicht ganz genau, worum es geht, denn ich mag es auch immer super gerne, wenn ich blind in ein Buch, in eine Geschichte eintauchen kann. Und dieses Buch habe ich wirklich schon super lange zu Hause. Ich habe auch online schon super viel über dieses Buch gehört und freue mich jetzt endlich, diesen Herbst selbst in diese Geschichte einzutauchen. Okay, auf das nächste Buch freue ich mich besonders, denn eine meiner besten Freundinnen hat mir dieses Buch schon vor, ich glaube, 2 Jahren empfohlen und eine meiner liebsten Booktuberinnen, Emmy Reads auf YouTube, schwärmt auch regelmäßig über dieses Buch und deswegen kann ich es kaum erwarten, es endlich selbst zu lesen. Ich hoffe, dass meine Erwartungen jetzt nicht zu hoch sind, aber es ist von Mary Shelley Frankenstein und ich liebe dieses Cover, ich finde, das sieht so cool aus und ja, ich glaube, ich muss nicht super viel zu diesem Buch sagen. Ich glaube, jeder hat von Frankenstein und von der Geschichte gehört. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht super viel über diese Geschichte. Ich habe keinen Film darüber gesehen, ich habe nie wirklich darüber gelesen, weil ich auch eigentlich ziemlich ängstlich bin und ich mag diese gruseligen Geschichten eigentlich nicht sehr gerne, aber da meine Freundin mir dieses Buch empfohlen hat und sie auch eher empfindlich bei diesen Dingen ist, vertraue ich auf ihre Meinung und ja, sie hat das Buch geliebt und deswegen kann ich es wirklich nicht erwarten, das Buch zu lesen. Und das ist auch der Originaltext von 1818 und ich bin gespannt, wie ich die Sprache finden werde, denn es ist das englische Buch und ja, ich freue mich schon so, so sehr auf dieses Buch. Noch ein Buch, auf das ich mich schon sehr, 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 sehr lange freue. Das ist aus einem Genre, was ich für mich dieses Jahr komplett neu entdeckt habe, was ich auch eigentlich nicht erwartet hätte, dass es eines meiner liebsten Genres wird, weil ich, wie gesagt, nicht so gerne diese düsteren Geschichten lese. Aber Dark Academia hat mich einfach überzeugt. Mich hat The Secret History von Donna Tartt überzeugt. Und jetzt habe ich mir als nächstes Buch Babel vorgenommen von R.F. Kuang. Und wie schön ist dieses Cover? Ich kann euch auch mal das Hardcover-Buch ohne den Einband zeigen. Es ist so schön. Kann man das erkennen? Ich glaube nicht so gut. Es ist eine weitere Dark Academia-Geschichte. Ich glaube, es geht hier um einen Jungen, der nach England adoptiert wurde. Ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, ich liebe es, in die Geschichten ein bisschen blind reinzustolpern, einfach weil ich es liebe, überrascht zu werden von den Büchern. Und ja, ich glaube, das wird nicht das einzige Dark Academia-Buch sein, was ich diesen Herbst lesen werde, aber es ist auf jeden Fall super, 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 super hoch auf meiner Leseliste. Okay, irgendwie habe ich sehr viele Klassiker auf meiner Herbstleseliste, aber ich glaube auch, dass Klassiker einfach perfekt für den Herbst sind. Und das nächste Buch, was auf meiner Liste ist, darf man, glaube ich, auch in keiner anderen Jahreszeit lesen, nur im Herbst. Und das ist von Bram Stoker, Dracula. Ich glaube, jeder kennt Dracula, jeder hat schon mal den Namen Dracula gehört, wie auch Frankenstein. Aber wie auch bei Frankenstein weiß ich eigentlich nicht super viel über Dracula. Aber ich weiß, dass ich alle Vampirgeschichten liebe. Ich liebe Twilight, ich liebe Vampire Diaries und jetzt nicht
dass ich Dracula mit The Vampire Diaries oder Twilight vergleichen würde, aber ich glaube, dass es einfach ein sehr interessantes Buch für mich sein wird, auch weil ich dann so ein bisschen die Herkunft vielleicht oder den Ursprung von diesen Vampirgeschichten kennenlernen kann und deswegen freue ich mich wirklich schon sehr auf dieses Buch und wie schön ist dieses Cover auch. Also ich liebe die Penguin Modern Classics, oh nein, die Penguin English Library Editions, denn ja, sie sehen so wirklich klassisch und schön und minimalistisch aus und ich liebe das. Das nächste Buch auf meiner Liste ist von Charlotte Bronte, Jane Eyre. Ich glaube auch sehr viele Leute haben vielleicht schon von diesem Buch gehört. Es ist ein Buch über einen sehr starken weiblichen Hauptcharakter und ich habe auch gehört, dass so viele Leute dieses Buch lieben und ich habe auch gehört, es soll ein bisschen einfacher zu lesen sein als Wuthering Heights, das Buch von Charlottes Schwester Emily Bronte. Und ja, ich glaube, weil auch Wuthering Heights ein perfektes Herbstbuch gewesen wäre, ist auch dieses Buch perfekt für den Herbst. Und ich bin auch hier super gespannt auf die Sprache, ob es wirklich auch für mich, wo meine Muttersprache nicht Englisch ist, einfacher zu lesen ist als Wuthering Heights. Aber ja, das Buch steht auch schon so lange in meinem Bücherregal und ich warte schon die ganze Zeit auf den perfekten Zeitpunkt, es zu lesen. Und ich glaube, Herbst wird der perfekte Zeitpunkt, um endlich die Geschichte von Jane Eyre kennenzulernen. Und das letzte Buch, was ich euch heute vorstellen möchte, was auf meiner Herbst-TBR-Liste ist, ist We Have Always Lived in the Castle. Ich habe auch von diesem Buch jetzt schon so viel gehört und eigentlich ist das auch ein bisschen außerhalb von meiner Komfortzone, weil es, glaube ich, auch ein sehr, sehr düsteres und vielleicht auch gruseliges Buch ist. Aber ich liebe es auch, neue Genres auszuprobieren und einfach, ja, zu testen, was mir vielleicht doch gefällt, was mich überraschen könnte, wie es auch bei den Dark Academia Büchern war. Und deswegen habe ich mir dieses Buch auch bestellt. Ich glaube, es ist ziemlich kurz und auch perfekt für meine Herbstleseliste. Und ich werde auch natürlich im Herbst andere Bücher lesen, nicht nur diese, aber diese sind wirklich super hoch auf meiner TBR-Liste, weil ich glaube, dass diese Bücher alle den Herbst-Vibe perfekt einfangen werden. Schreib mir noch in die Kommentare, was deine Herbst-TBR-Liste ist und vielleicht auch deine liebsten Herbstbücher, die du den anderen Leuten, die dieses Video sehen, empfehlen kannst. Und ja, ich danke dir wie immer fürs Zuschauen. Mich freut es immer, wenn du mit dabei bist. Fühl dich gedrückt und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao!